Judith Estimé ist Mutter einer 20 Monate alten Tochter. Der 24-jährigen Frau wurde nur wenige Stunden nach dem schweren Erdbeben in Port-au-Prince das rechte Bein im Bereich des Oberschenkels amputiert. Ein Leben oder die Versorgung der Familie ohne Prothese ist kaum mehr möglich. Für viele Menschen in Haiti ist das Hangar Lab in Deschapelles die erste Anlaufstelle. Denn mittlerweile hat es sich auf der Insel herumgesprochen. Hier bekommen amputierte Männer, Frauen und Kinder Hilfe und die dringend notwendigen Prothesen. Ein Team erfahrener Prothetiker aus Deutschland organisiert die Versorgung mit dem speziell entwickelten Haiti-Knie. Carsten Stauf, Projektleiter der Firma Medi, ist von Anfang an dabei und hat das Haiti-Knie maßgeblich mitentwickelt. Als die Entwicklung fertig war und wir die Tests hier unten abgeschlossen hatten und das Go kam, dass das Gelenk geeignet sei, ist die Idee aufgekommen zu sagen, wir bringen Leute hier rein, die in ihrem Alltag Erfahrung haben bei Beinprothesenversorgungen, aber auch Erfahrung haben im Umgang mit unseren Kniegelenken. Haiti gehört zu den großen Antillen. Im Osten liegt die Dominikanische Republik, im Westen schließt sich Haiti an. Port-au-Prince, im Januar Zentrum des Bebens, bildet die Hauptstadt. Gut 2 Stunden Autofahrt entfernt liegt Deschapelles. Hier inmitten der Bergregion entsteht Anfang der 50er Jahre das Hospital Albert Schweitzer. Heute leitet Ian Rawson das Krankenhaus in zweiter Generation. Der gebürtige Amerikaner engagiert sich seit vielen Jahren für die Ärmsten unter der Bevölkerung, organisiert Mediziner aus aller Welt und ist für die medizinische Versorgung der Region zuständig. Es ist fantastisch, wenn man in der Lage ist, Menschen zu helfen. Wenn man zum Lab kommt und die Leute sieht, die wieder laufen oder sogar Fußball spielen können, das ist toll. Gerade nach so einer Katastrophe ist es schön, Menschen wieder lachen zu sehen. Viele Amputierte nehmen stunden- oder tagelange Anfahrten über holprige Pisten in Kauf und hoffen hier in direkter Nachbarschaft zum Hospital auf ein Stück neues Leben mit Prothese. 30 bis 40 zum Teil schwer verletzte Inselbewohner sind es, die pro Woche nach Deschapelles in das Hangar Lab kommen. Auch Judith Estimé und ihre kleine Tochter sind dabei. Heute bekommt Judith ihre neue Prothese angepasst. Bernhard Kastner erklärt der jungen Mutter, worauf es jetzt ankommt, damit die ersten Schritte gelingen. Das tägliche Arbeitspensum mit den Patienten und die Herstellung der Prothesen fordern die volle Aufmerksamkeit der Techniker vor Ort. Das gilt auch für Bernhard Kastner, der sich zusätzlich um die Aus- und Weiterbildung der haitianischen Mitarbeiter kümmert. Sie lernen sehr, sehr viele verschiedene Techniker kennen hier auch und lernen somit von vielen verschiedenen Personen eigentlich einen ziemlich guten Standard. Also von daher für die 5, 6 Monate, wo sie an dieser Thematik bis jetzt arbeiten, sind sie ansonsten komplett unerfahrene Leute, sind sie schon ziemlich gut. Die ersten Gehversuche mit der Prothese sind eine große Herausforderung, denn während der letzten Monate hat sich Judith zu sehr an das Gehen mit Krücken gewöhnt. Jetzt sind Physiotherapeuten gefragt, um mit speziellen Übungen das Laufen mit einer Prothese zu trainieren. Mit Ausdauer und einer großen Portion Anstrengung gelingen die vorgegebenen Übungen. Rückschläge sind die Menschen in der leidgeprüften Region gewöhnt und so fügen sich die Patienten ihrem Schicksal. In wenigen Tagen verlässt Judith Estimé die Klinik und mit der Prothese eröffnen sich für die junge Frau endlich wieder Perspektiven für die Zukunft, für sich und ihre kleine Familie. Ich bin vor allem sehr dankbar. Es ist schön, dass ich nun wieder eine Chance habe. Ich hoffe, dass ich etwas Geld sparen kann und damit möchte ich einen kleinen Laden eröffnen. Das Hangar Lab ist ein amerikanisches Projekt in Haiti mit Partnern weltweit. Auch wenn die technische Ausstattung mittlerweile recht gut ist, die Abläufe zu koordinieren bleibt zeitaufwendig und es mangelt immer wieder an Personal, denn die Flut der Patienten reißt nicht ab.
Für die Hanger Ivan R. Sable Foundation organisiert Anna Avakian die Versorgung der Patienten in Deschapelles. Mit der Einrichtung der Klinik hat die Foundation einen ersten Grundstock für ein erfolgreiches Projekt gelegt. Es ist eine wunderbare Sache, dass all die Leute hier in Haiti zusammenkommen, um Amputierten zu helfen. Wir haben hier Spezialisten aus ganz Amerika, ein Team aus der Schweiz und jetzt auch eins aus Deutschland. Mehrere hundert Kniegelenke stehen den Teams im ersten Schritt zur Verfügung. Doch mit den Gelenken und Schäften allein ist es nicht getan. Und so herrscht große Erleichterung, als nach einigen Wochen endlich eine Lieferung mit einem Lastwagen aus der Dominikanischen Republik eintrifft. Passend zu den Kniegelenken hat Mehdi Schuhe für die unwegsamen Bergregionen Haitis zur Verfügung gestellt. Für Carsten Stauf ist dies erst der Anfang eines langen Prozesses, um den Menschen vor Ort zu helfen. Dieses Projekt wird so lange weitergeführt werden, wie wir Leute finden, die die Bereitschaft haben, hier in einer Rotation 2 Wochen zu arbeiten. Das heißt, eine orthopädische Werkstatt, die sagt, ich habe Leute, die in der Lage sind, das zu tun. Ich stelle die für 2 Wochen kostenlos zur Verfügung. Denn in Haiti gilt es nicht nur, die Opfer der fürchterlichen Erdbebenkatastrophe zu versorgen. Ein Teil der Amputationen sind Folge von Diphtherie oder Verkehrsunfällen. Denn Straßen wie in Europa existieren in dem ärmsten Land der westlichen Welt so gut wie gar nicht. Und so kommen tagtäglich neue Patienten ins Albert-Schweitzer Hospital und in das Hanger Lab nach Deschapelles. Solange es engagierte Helfer gibt, die bereit sind, für einige Wochen in den armen Karibikstaat zu kommen, gibt es auch Hilfe für die Menschen in Haiti.